Ich sehe ein schlechter Scherz, meine Damen und Herren. Schon wieder Mirage. What the fuck? Herzlich willkommen zum CSGO Overwatch hier auf Mirage. Ich habe eben schon eins aufgenommen oder versucht aufzunehmen, aber es war sofort ein Wallhacker und ich dachte mir, nein. Wir müssen uns jetzt nicht ultra abstressen mit jemandem, der wirklich zu 100% direkt in der ersten Millisekunde am Wallhacken ist. Dann habe ich es durchlaufen lassen. Das war Mirage. Und jetzt kommt schon wieder... Oh! Habt ihr das gesehen, wie er lockt? Lockt er da ein bisschen? Und dann war es schon... Jetzt ist schon wieder Mirage. Die letzten 80 Overwatches waren alle auf Mirage. Ist bestimmt hier irgendwas nicht? What the fuck? Und warum triffst du nicht? Du Graf Stackel mit seinem... war da so ein bisschen am Triggern? Klebt er sein Fadenkreuz ein klein wenig am Gegner? Eben denkt er sich noch, shit, Mann, ich habe doch eigentlich gerade gecheatet. Warum ist er nicht gestorben? Tja. Und dann Bunnyhop da auch noch wie so ein Wahnsinniger. Ich würde sagen, da haben wir schon mal einen Bunnyhop am Schlüssel, oder? Man hat drei Sprünge hintereinander, Sprünge nicht gehört. Und die gehen doch schon ziemlich genau rein. Und jetzt kommen alle, die sagen, nein, das ist normal. Der hüpft ganz normal. Das ist einfach nur mit Leertaste. Ja, das wird schon, da haben wir schon was. Auf jeden Fall. Haben wir ihn am Sack. Mit, Other External Assistance. Und jetzt ist die Frage, ist er auch am Warl, am Aim-Hexern? Vielleicht ist er auch am Wallhacken. Ich meine, er weiß doch schon ziemlich genau, wo dieser Gegner langläuft. Aber das könnte auch wieder einfach durch den Aimbot hingelockt sein, um dann zu schauen, wo der Gegner ist. Aber habt ihr es eben gesehen, diese zwei, links, rechts? Er aimt und drückt kurz auf seinen Cheat, dann geht das Fadenkreuz Richtung Gegner. Dann aimt er darüber hinaus, drückt nochmal, dann geht das Fadenkreuz wieder zurück Richtung Gegner. Das heißt, er kann auch durch den Aim ungefähr bestimmen, wo der Gegner ist, ohne einen Wallhack zu haben. Und gerade eben hat er seine Waffe ganz komisch gehalten. Wie es halt für einen Cheater üblich ist, ne? Ja, Bunnyhop wie ein Wahnsinniger. Also der ist echt krass am Start, Mann. Um Gottes Willen ist der am... Und dann frisst er trotzdem so wunderschön. Jetzt schauen wir mal, ob dieser Fraß durch einen Cheater entstanden ist oder eben nicht. Es könnte sein, dass, also so wie er schon am Reinwursten ist mit seinem Bunnyhop und seinem Wall oder Aim, also eins von beiden hat er auf jeden Fall. Ich schätze eher Aim wie Wallhack oder eben noch Wallhack dazu, aber Aim auf jeden Fall. Trotzdem haben Calf und Duck und auch Diamond doch ganz gute Sets. Also er mit seinen 8-9 ist da sogar eher schlecht am Start. Vielleicht hat er jetzt erst angemacht, um zu kontern. Wow. Also er bekommt auf jeden Fall ein Aim, würde ich sagen. Also so wie er drauflockt gerade, also das kann man jetzt nicht mehr leugnen. Da ist die Lockung am Start. Es könnte ja einfach ein Rager sein, der sich denkt, fuck man, die Gegner cheaten, also packe ich jetzt auch die Cheats raus. Was natürlich keine... Das macht eigentlich keinen Sinn an der Stelle, ne? Sozusagen, ich mache das jetzt so, man ist dann nach wie vor natürlich ein behindertes Stück Scheiße, klar. Das ist so wie, wenn Leute sagen, ich hasse Kinderficker, deswegen ficke ich jetzt auch Kinder. Das ist dumm. Einfach bescheuert. Macht sowas nicht. Oder eben, um ein etwas näheres Beispiel zu nutzen, wenn euch jemand anschießt, dann habt ihr natürlich noch lange nicht das Recht, zurückzuschießen, ja? Beziehungsweise, wenn man dann zurückschießt, kann man nicht sagen, aber ich grief nicht, der hat ja geschossen. Nein, nein, du hast ja dann auch geschossen, deswegen bist du auch der Griefer. Dann, in dem Moment. Lasst euch zu nichts hinreißen. Vor allem nicht beim Cheaten, aber beim Griefen auch nicht. Die Grieferei, das haben viele von euch schon gemerkt, dass ich da sogar ziemlich streng bin, ist eine Sache, die mich richtig, richtig abfuckt. Ich muss da, glaube ich, mal einen Podcast drüber machen, aber ich kann es jetzt kurz anreißen. Und auf der einen Seite sind alle immer so extrem gegen Cheater und das Spiel geht kaputt wegen den Cheatern. Meh. Und auf der anderen Seite ist Griefen für die meisten, das ist ja nur ein Kavaliersdelikt. Das ist ja nicht schlimm. Ach komm, der hat doch nur eine Runde AFK gestanden. Der hat doch nur einmal einen Mate gekillt. Der hat ihn doch nur angeschossen, so ein bisschen. Und das fuckt mich ultra ab. Griefen ist genauso wie Cheaten. Und warum? Weil es nicht respektiert wird, sondern weil es geduldet wird von der Community. Griefen wird geduldet und sowas darf nicht sein. Das macht das Spiel kaputt. Mindestens genauso sehr wie cheatende Bastarde. Überleg mal, du kommst in ein Spiel, wo du dicke Teamkillt wirst und die Community sagt, ah, es war ja nur ein Teamkill. Ja, nicht so schlimm. Alter, da kriegst du einen Hals. Krieg ich echt einen Hals. Wenn jemand eine... Ich habe eine AWP, die ich spiele, und irgend so ein Spack will, dass ich sie ihm drop. Und ich gebe ihm, weil ich genug Geld habe, eine AK, aber ich will die AWP spielen. Ich bin der Mittelspieler, ich entscheide mich dazu, die AWP zu spielen. Dann schießt er mich an oder killt mich, um die AWP zu snacken. Auch noch auf der hohen Elo. Also was heißt hohe Elo? Also auch noch bei DMG und LE. Ist jetzt nicht ultra hoch, aber schon hoch. Und dann sagen die Leute... Ne. Da muss ultra hart durchgegriffen werden. Genauso hart wie bei Cheats. Richtig... Die Hardcore-Fickung. Und das gleiche zählt natürlich auch, muss man in einem Atemzug sagen, für Chat-Abuse. Egal ob Voice-Chat oder geschriebenen Chat. Also die Community regt sich ständig auf, aber ist ein Salt-Becken, ein Cancer-Becken. Die Community ist Krebs
in einem Salzbecken. Krebse in einem Salzbecken. Die Krebse haben. So, daraus, das ist die CSGO-Community. Auf der einen Seite so sagen, aber auf der anderen Seite die Augen zu heben und sagen, das ist ja nicht so schlimm. Das ist wirklich lächerlich. Und deswegen, nur um das mal ganz kurz ausgeführt zu haben, fuckt mich Griefen so ultramäßig ab. Wie bin ich jetzt drauf gekommen? Keine Ahnung. Ja. Nervt ultra dermaßen. Also der bekommt Other External Assistance und den Aim-Assi reingehämmert. Ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt tatsächlich noch einen ich denke, er hat auch einen Vision Assist. Merkt ihr das? Schon wieder. Er hat vorzeitig schon mal hingelockt. Ach du, pass mal auf, wo das Fadenkreuz hingeht. War jetzt kein gutes, so gutes Beispiel. Vielleicht sieht man noch mal was. Noch eine kurze... Manche kurzen Bewegungen könnten eben diese Drauflockungen sein, wodurch er dann keinen Wallhack braucht, um zu wissen, wo der Gegner ist, sondern eben einfach sein Fadenkreuz benutzt, das ihm anzeigt, wo der Gegner ist. Aber, naja. Ich denke, ich drücke ihm jetzt einfach auch noch einen Vision Assist. Obwohl, ich weiß es nicht. Also die letzten Fälle haben wir immer, wir haben sofort nach dem Fall, manchmal noch am gleichen Tag, kam die XP-Belohnung. Weil ich so genau gucke und so genau rein wusste. Und ich glaube, ich drücke ihm jetzt nur Other External, weil es ganz, ganz sicher ist. Und ein Aimbot, Aim Assist, weil es ganz, ganz sicher ist. Und fertig. Er wird alleine schon durch eins von beiden, wird er für immer, also bekommt ihr den permanenten Bann. Aber dieses Nachziehen eben sah nicht sehr gelockt aus. Warum? Warum macht er das? Ich meine, ist es wirklich... Hat er es noch ein Fake-Lag angemacht oder so? Ist es wirklich dafür, um zu zeigen, Leute, guck mal, hier bannt mich. Will er vielleicht von seinem Leid einfach erlöst werden? Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Noch eine kleine Sache, die ich recht interessant fand. Dazu muss ich aber auch einen Podcast machen. Ich habe jetzt in letzter Zeit durch euch angestoßen immer wieder oder mich immer tiefer mit Cheatern beschäftigt und warum Cheater cheaten und dass es da eine ganz andere Seite gibt, die man eigentlich gar nicht betrachtet, wo es jetzt gar nicht zwingend um die Kleinpimmeligkeit geht und um irgendwelche Hundesöhne, sondern wo es wirklich um eine Art Sport geht, um eine Art Passion und so weiter und so fort. Und da muss ich aber mal speziell drüber sprechen in einem Podcast eben, weil das auch ein längeres Thema ist. Aber diesen kleinen Punkt will ich doch herausnehmen, und zwar, dass es Cheater gibt, die durch leichte Cheats, durch Legit Cheating, versuchen, wenn sie merken, der Gegner cheatet, ihn richtig zum Ragen zu bringen, damit er dann gebannt wird. Das könnte vielleicht so ein Fall sein. Dass sie ihn so abgefuckt haben, auch über den Chat, ne, so von wegen, haha, wir cheaten und, mach doch deinen Cheats an, du Bastard. Und, dass er so ultra furios am Cheaten ist, dass der Bann kommt. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen hier bei ihm, irgendwie. Jetzt, wo ich dieses Wissen auch habe, aber ich muss euch da mal einiges erzählen. Also, Aim und Other External Assistance, den Rest mache ich weg. Und das war's für dich, du kleine Kackvögel-Ratte. Major Disruption, Major Disruption. Also, Bann. So oder so. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe nach wie vor, dass euch die Overwatches gut gefallen. Es sieht so aus, als wenn sie euch gut gefallen würden. Es gibt zwar immer wieder so kleine Stimmen, die dann sagen, na, schon wieder ein Overwatch. Wobei ich ja sagen muss, hey, die Overwatches sind ja extra zu dem CSGO-Content, der dann so kommt. Die Folge wird übrigens etwas später kommen. Naja. Ja, ich hoffe, dass es euch immer noch zusagt, aber von den Zahlen her, also von den Likes und von den Klicks und auch von den Kommentaren, sieht es so aus, als wenn es euch nach wie vor fast am besten gefallen würde sogar. Was mir extrem entgegenkommt, weil ich diese Folgen, die Folge ist jetzt gleich 9 Minuten lang, das heißt für mich, ich nehme die 9 Minuten lang auf und lade sie dann hoch. Fertig. Ich habe jetzt wieder keine Musik angehabt, scheiß der Hund drauf. Das Einzige, was ich dann noch machen muss, sind Titeltext und Beschreibungen. Das nimmt zwar auch immer so ein bisschen, die Thumbnail, nimmt zwar immer so ein bisschen Zeit in Anspruch, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich habe keine Renderzeiten und das freut mich natürlich sehr, dass ihr das so gut annehmt, dass ihr sagt, ey, hau raus, jeden Tag eins, läuft bei dir. Wenn ich es schaffe. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.